Juna läuft die ganze Zeit weg, nonstop. Wir gucken eine Sekunde nicht hin, die ist auf einmal sonst irgendwo. Der Plan ist doch aufgegangen. Juna ist Gott sei Dank eingeschlafen. Perfekt. Alles ist da. Wo ist das Kind? Das Kind ist weg. Zieh dich das mal bitte rein hier. Ui. Oh mein Schatz, ich freue mich, dass es dir so sehr gefällt. Jetzt haben wir uns wirklich verdient. Koffer sind gepackt. War eine richtige Mission gestern. Apropos Koffer sind gepackt, ich sehe gerade. Da fehlt noch einer. Ich hab mein Geburtstagsgeschenk entdeckt. Oi, Juna, super! Oh, klasse. So startet der Morgen noch perfekt. Wir sind schon seit 5 Uhr wach, weil Juna, müsst ihr euch mal reinziehen, Juna uns aufgeweckt hat, als ob sie es gefühlt hat, dass heute was los ist. War beim letzten Mal auch, als wir um 6 Uhr los mussten, war sie vor uns wach. 5 Uhr einfach. 5 Uhr. Was ist da los? Katastrophe, ich bin todmüde. Aber es geht für uns in den Urlaub. Was soll ich euch sagen, Leute? Erste Urlaub als Familie. Erster richtiger Sommerurlaub als Familie. Und ihr seid live dabei. Wir nehmen euch mit. Heute ist die Anreise. Der erste Flug mit Juna. Und wir hatten gestern mega Struggle, überhaupt die Koffer richtig zu packen, weil die teilweise viel zu schwer waren. Meine Glitzer-Body-Lotion musste zu Hause bleiben. Jodie hat einfach fast 10 Kilogramm nur zu Drogeriestuff mitgenommen. Und dann meinte ich zu ihr, Schatz, das... Was erzählst du da? Das geht nicht. Was erzählst du da? Ich bring mal die Koffer jetzt in den Wagen. Können wir mal bitte über diesen süßen Koffer sprechen? Ist der nicht cool? Geil. Juna ist schon mehr als bereit. Hier stehen alle Koffer. Da drüben ist auch noch ein kleiner Koffer. Ich frage mich, wer das alles jetzt hier schleppen soll. Weil zu dem Koffer steht da hinten auf der anderen Seite noch ein Koffer. Wahnsinn. Einfach so lange nicht mehr geflogen, dass ich ganz vergessen habe, dass es ja hier solche Kofferwegen gibt. Ich habe noch ein paar Franzbrötchen gekauft für unterwegs. Gott, ist das schwer. Oh, 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 ich komme nicht in die Kurve. Oh. Okay, 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 läuft. Leute, Punktlandung. 8.43 Uhr. Wir fliegen in genau 2 Stunden. Wir sind einfach maßlos. Maßlos zu früh, weil ich bin davon ausgegangen, so klassische Sommerreise. Oh, das Kind läuft weg. Stopp, stopp, schon, bleib da, wo du bist. Die klassische Sommerreise unter dem Motto: lange warten beim Check-in, Check-in noch nicht offen und all so eine Faxen, aber... Wir waren sofort dran. Wir waren sofort dran. Ist einfach am Fluggate Check-in leer gewesen. Naja. Ja, jetzt chillen wir 2 Stunden am Flughafen. Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr am Flughafen tun, wenn ihr so lange Zeit hättet. Juna? Wo ist sie? Kannst du mal kurz ruhig sein? Ich film gerade. Hallo. Wo sind die Mädels? Da sind die. Seht ihr die? Juna läuft die ganze Zeit weg, nonstop. Wir gucken eine Sekunde nicht hin. Die ist auf einmal sonst irgendwo. Wir müssen so sehr gerade auf sie aufpassen. Die ist mega wild, ist aber um 5 Uhr mit uns aufgestanden. Ich hoffe, im Flieger wird sie schlafen. Kurze Zeit später. Die hat den ganzen Check-in gerade. Wo wir, Sicherheitskontrolle, sorry, die ganze Sicherheitskontrolle auf unserem Arm durchgeschlafen. Wir mussten uns einfach abwechseln mit der Kleinen, damit die uns ablasten konnten. Sie ist auch so Knockout, wer um 5 Uhr aufsteht, kein Wunder, ne? Ganze Nacht irgendwie nur am Rödeln gewesen und jetzt ist sie einfach Knockout. Die liegt einfach wie, ja, super. Plan auf jeden Fall aufgegangen. Klasse. Das heißt, sie ist den ganzen Flug wach, 4 Stunden lang. Das wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall fällt mein Arm bald ab. Sitzplatz wäre gut. Wollen wir noch ein Parfüm kaufen oder so? Ach, gerade möchte ich einfach gerne sitzen. Okay. Jodys Arm fällt fast ab. Ja, ich schwitze mir halt ab. Wir schwitzen. Wir waren gerade die Letzten, die angekommen sind. Also, Vollkatastrophe. Oh, aber we got it. Jetzt müssen wir noch in der Türkei ankommen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Beziehungsweise, jetzt kommt der spannende Part. 4 Stunden Flug überleben. Und Juna hat schon geschlafen. Super!
tickets must be placed, which are not in use and stored with your hand luggage. No red lockers. Hier ist auf jeden Fall wilde Party, Leute. Auch hier schon wieder alles dreckig, man kennt es. Wir sind hier fleißig am Malen. Funktioniert so semi. Aber das Gute ist, wir haben wenigstens drei Plätze, ne? Eins, zwei und drei. Also schön viel Platz. Bisher muss ich sagen, ob man mich überhaupt hört, ich weiß es nicht. Warte, machen wir mal so. So. Bisher muss ich sagen, geht es einigermaßen, war ein bisschen hektisch. Okay. Alles klar. War ein bisschen hektisch, weil wir fast die letzten gerade beim Flugzeug waren. Fast die letzten. Wir wurden zum Glück sogar vorgelassen, weil Juna auf unserem Arm hier eingeschlafen war und die Leute mit uns Mitleid hatten. Ja. Sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht geschafft, ja, obwohl wir so viel zu früh da waren. Obwohl wir schon so früh da waren, wir dachten, wir sind mega zeitig, aber Fehlanzeige. Seid auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher Abflug beim Gate. Und wir sind eurem Tipp gefolgt und haben Pepper Woods Folgen aufs iPad runtergeladen. Hättet ihr uns das nicht gesagt unter dem letzten Video bzw. auf Instagram, hätten wir das echt vergessen. Das ist echt gerade hier ein Lebensretter. Sieht man was von dieser Aussicht? Ist das nicht schön? Schön, Juna, ne? Interessiert Juna extrem. Leute, der Plan ist doch aufgegangen. Juna ist Gott sei Dank eingeschlafen. Perfekt. Daumen hoch. Ja, wir sind da. Wir sind da und Juna schläft immer noch. Perfekt. So Leute, angekommen. Und was passiert mir? Ihr glaubt es nicht. Ich habe gerade diese Kamera im Flugzeug vergessen. Das letzte Mal, wo du nicht schwanger war, habe ich die Tasche, hier unsere Tasche vergessen. So eine andere mit 2000 Euro. Diesmal die Kamera. Aber wir sind angekommen. Immerhin. Wir sind angekommen. Ich habe noch niemals die Kamera liegen lassen. Niemals. Niemals. Warte. Zum Wieler Flughafen auf jeden Fall. Ah. Und Mama ist hier unterwegs. Mit meinem Pfiffi. Mit unserem Pfiffi. Sieht süß aus. Vorsicht, langsam, langsam, schnell. Schnell, Juno. Vorsicht. Wow. Alles ist da. Wo ist das Kind? Das Kind ist weg. Da ist das Kind. Aber unsere Koffer haben sie alle heil überstanden. Irgendjemand hat uns geschrieben, dass eine den hat und der wohl geplatzt ist. Aber passt. Hoppa. Ach, sorry. Einfach geradeaus. Wir finden uns schon noch. Aber darauf, ja. Boah, Leute, endlich die Maske abnehmen nach 5 Stunden oder so. Sieht man die Abdrücke oder so? Boah. Eine ganz andere Luft hier in der Türkei. Transfer haben wir auch gefunden. Also, geht Richtung Urlaub, mein Schatz. Freust du dich? Hey! Wässerchen gab's auch. Wir sind angekommen am Flughafen. Das allererste. Wir haben Wasser bekommen. Wir haben Wasser bekommen, aber uns wurde gerade ein Taxi für 20 Euro eingedreht. Und dann meinte sie, Bruder, komm, ich gebe dir einen Zehner, weil du es bist. Nee, 20. Ich sag's, ja komm, dann nehme ich da halt den Transfer umsonst. Jetzt sitzen wir im Bus und haben sogar ein Wasser. 20 Euro gespart im Endeffekt. Schon mal warm geworden für den Bazar in den nächsten Tagen. So, langsam wird es wärmer, Friends. Ah, guck mal hier. Jetzt wird es langsam warm. Wir sind gleich da. Geil. Geil. Endlich. Toll. Leute, wir sind da. Zieht euch das rein. Wir sind da. Geil. Oh, wilde Rezeption. Was geht ab? Kann man auf jeden Fall machen. Auf den ersten Eindruck hier. Habe ich gut ausgesucht? Haben wir zusammen ausgesucht. Ja, okay, stimmt. Was sagst du? Mega. Wie das wohl jetzt aussieht, wenn der an. Ja, zieht euch das mal bitte rein hier. Ui. Ganz wilde Nummer.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Türkei ist sogar eine Stunde vor. Sehe ich gerade erst. Läuft. Du hast eine Deluxe-Familie frei? Genau. Das ist jetzt, Deluxe-Familie ist ein Zimmer? Das ist zwei Zimmer. Ne? Zwei Zimmer. Ja, mit zwei Zimmer mehr Blick. Ja. Zwei Zimmer mehr Blick. Kannst du auch die Zimmer nachschauen? Kann ich dir auch die geben? Der Plan ist wie folgt. Er zeigt uns jetzt das Deluxe-Zimmer. Ja. Ich habe gesagt Upgrade, aber der Upgrade kostet halt einen Tausend. Okay. Wir schauen uns beide Zimmer an und dann entscheiden wir, ob wir das andere. Okay. Ich dachte mir, das ist hier günstiger, als wenn du so buchst. Der hat erstmal die falsche Karte zum Zimmer, um uns das zu zeigen gehabt. Jetzt geht er nochmal runter, die 8 Kilometer. Und wir gucken uns mal den Ausblick an. Ui. Leute, wir sind angekommen. Was soll ich euch sagen? Wir sind mehr als da. Da sind Rutschen. Geil. Da hinten ist noch ein Riesenrad. So ein kleines Rad sogar noch. Verrückt. Crazy. Boah, guck mal, da hinten ist der Strand. Da ist der Steg. Da ist der Steg. Wahnsinn. Das haben wir uns mehr als verdient. Ja, nach all den ganzen Strapazen. Das ist einfach toll. Das ist toll, ne? Oh, mein Schatz. Ich freue mich, dass es dir so sehr gefällt. Das haben wir uns wirklich verdient. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wir werden es so schön gut gehen lassen, hörst du? Schon mit Platschen. Platschen. Endlich. Unser Urlaub, endlich, Alter. Also egal, komm, wir nehmen dieses Zimmer. Scheiß auf alles, Alter. Saftigen Blick aufs Meer. Mein Gedanke ist nämlich natürlich, ein Zimmer bedeutet für uns, mit Juna natürlich, unmittelbar, ist jetzt nicht schlimm, sind wir gewöhnt, aber wir möchten natürlich auch ein bisschen Zweisamkeit haben, so ist nicht. Es ist einfach echt so lange her, dass wir sowas hier wirklich mal... Oh, Wahnsinn. Wahnsinn einfach. Oh, bitteschön. Ja. Er zeigt uns auch extra erstmal das gute Zimmer, damit wir keine Lust mehr haben auf das andere. Deluxe-Familienzimmer. Oh, mit zwei Betten, also ein Bett für Juna, ein Bett für Kind und ein Bett für uns. Und das normale Zimmer wäre quasi ohne das. Genau. Also nur einmal plus. Genau. Und andere Blick, seitliche, ja. Blick, ne? Oh, mit Jacuzzi, kann man machen. Genau, das Blick ist auch nur beim Deluxe-Familie, also ja. Mehr Blick. Okay, verstehe, cool. Ja. Seitlich, verstehe, ja, okay. Wir haben uns tatsächlich für dieses Zimmer entschieden und auch für diese Aussicht. Geil, oder? Also, wir werden später noch mal ein paar Worte erzählen. Wir kommen jetzt erstmal an. Es werden sehr viele geile, schöne Videos folgen für euch. Wir müssen erstmal kurz ankommen, auch das Ganze verdauen und dann sprechen wir noch mal ein paar Worte zu euch. Also, bis heute Abend. Wir sind Urlaubsbären. Wir sind richtig angekommen im Urlaub. Mittlerweile richtig. Haben wir schon den zweiten Tag. Ja, ich glaube, den dritten. Ja, am ersten Tag sind wir angekommen, zwei Tage sind jetzt vergangen und wir dachten, jetzt schließen wir mal dieses Video ab. Es folgen natürlich noch ganz, ganz viele, aber wir wollten abschließend einfach nochmal sagen, dass wir einfach so dankbar sind, einfach hier sein zu dürfen. Es ist einfach Jonas lächeln sehen zu dürfen, wenn sie also, hier planschen ist. Das ist der Wahnsinn. Die ist so abgegangen, die musste erstmal ein bisschen warm werden, aber heute hat sie so krass genossen. Wir waren gestern auf einer Mini-Disco, also volles Programm. Und natürlich ist uns bewusst, dass auch in den heutigen Zeiten nicht jeder sich sowas vielleicht leisten kann. Uns geht es auch gar nicht irgendwie, hier rumzuprotzen und zu zeigen, was wir machen, was wir können, was wir uns leisten können, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht hat ja jemand von euch Freude daran, einfach dabei zu sein und ein bisschen mitzukommen. Genau. Und wir wissen auch um die Kommentare, oder ich habe schon das ein oder andere Mal den Kommentar bekommen, ja, so schlecht scheint es euch ja gar nicht zu gehen. Uns geht auch nicht schlecht. Ja, wenn ihr euch das gönnt, sage ich mal, auch finanziell. Ich sag euch, ich möchte euch mal eins sagen. Im Leben gibt es nur zwei Wege. Entweder man tut alles für seinen eigenen mentalen Seelenfrieden, für seine Familie, oder man geht einfach an den äußerlichen Problemen kaputt. Und wir haben uns gesagt, nein. Wir haben unser ganzes Erspartes zusammengekratzt, sind hier raus, haben gesagt, dass uns unsere familiäre Gesundheit wichtiger ist als alles Geld der Welt. Denn am Ende des Tages, wenn wir tot sind, interessiert es kein Schwein. Wir leben einfach nur einmal. Genau. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Absolut. Und das haben wir uns gesagt. Wir haben uns gesagt, ja, es läuft scheiße, aber ist scheißegal. Wir kratzen alles zusammen und wir hauen ab. Wir genießen unser Leben. Wir haben jetzt Gas gegeben, keinen ordentlichen Urlaub verbracht. Genau. Beziehungsweise waren höchstens mal in Bayern bei meiner Familie. Aber sowas
hatte ich tatsächlich in meinem Leben auch vorher noch nie. Also ich war noch nie in einem All-Inclusive-Hotel. Meine Familie konnte sich sowas früher mit 4 Kindern nicht leisten. Daher bin ich umso glücklicher, dass ich sowas einfach meiner Tochter ermöglichen kann. Und wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Leute, nehmt das bitte als Anlass. Wir wissen, finanziell ist es nicht für jeden möglich, außer Frage. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, haut ab, lebt euer Leben. Scheißegal, wir leben alle nur einmal. Geht nicht kaputt an diesen ganzen Scheiß, an den ganzen Problemen. Als kleine Message hier am Ende dieses Videos. Wir küssen euch alle. Es folgen noch ein paar coole Videos. Wir haben jetzt mal 2 Tage für uns genommen komplett. Aber jetzt sind wir da, jetzt haben wir Kraft für euch. Also freut euch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn es wieder heißt. Joey, Juna. Apropos, Juna schläft heute schon das dritte Mal. Also, bis zum nächsten Video. Das ist toll, ne? Oh, mein Schatz, ich freue mich, dass es dir so sehr gefällt. Haben wir uns wirklich verpasst.